traditionell spät geworden ist es am Samstagabend in der Arena Nova, aber umso erfreulicher mit einem weiteren Sieger aus Österreich, mit Rob Ruskin im Preis der Stiegl-Ambulanz. Jetzt wollte man mir eine Freude machen und vom Sponsor etwas vorbeibringen, aber Rob, das mit dem Bier, das ist nicht so ganz deins. Nein, ich trinke kein Bier, ich trinke eigentlich grundsätzlich so gut wie gar keinen Alkohol und Bier schmeckt mir einfach nicht. Ist dann nicht die Marke schuld. Dann stellen wir es ganz schnell weg. Rob, erst einmal natürlich Gratulation zum Sieg. Lange Zeit haben wir dich nicht mehr hier begrüßen dürfen, schon gar nicht bei einem Siegerinterview. Was war denn los? Ich habe vor 2 Jahren Schien- und Wadenbein gebrochen, bin dann mehr als 6 Monate auf Krücken gelaufen, 1 Jahr gar nicht reiten können, dann langsam wieder angefangen. Letztes Jahr bin ich hier zwar geritten, aber dann nachher nochmal operiert worden, das ganze Metall rausgekommen, so langsam wird es wieder besser. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, was das für einen Profi bedeutet, so aus dem Sport und damit aber auch aus jeder Trainingsmöglichkeit hinausgekickt zu werden. Du bist ja auch als Selbstständiger eigentlich darauf angewiesen, auch deine Pferde zu trainieren. Das war eine verdammt harte Zeit, oder? Ja, das ist schon eine ziemliche Umstellung, aber es war am Schlussende nicht so kompliziert zu überleben, wie man vorher meint, weil es gibt andere Leute, die ohne Reitsport ja auch leben können. Das ist vollkommen richtig, aber du lebst nicht nur mit und vom Reitsport, sondern auch für den Reitsport. Das konnte man an diesem Wochenende wieder beobachten. Nicht nur, dass du toll geritten bist, sondern auch die Freude dabei. Und jetzt natürlich hier bei der Siegerehrung zu später Stunde die österreichische Hymne. Du bist zwar kein gebürtiger Österreicher, aber du bist mittlerweile eingefleischter Vorarlberger und Österreicher. Wie war es denn heute? Es ist schon sehr angenehm. Also wir waren die große Tour vorher, dritte. Ein Pferd von meinem Schwiegervater, was er selber gezüchtet hat. Und heute am Abend noch gewonnen mit einem Pferd, wofür Besitzer, wo ich seit mehr als 20 Jahren verreite. Der Mann ist letztes Jahr gestorben, aber er reitet für die Frau immer noch die Pferde. Also das ist schon ein spezielles Gefühl. Ganz speziell ist auch deine Liebe für diese Art von Pferden, für dieses Zuchtgebiet. Canarobizet, eine Zangersheide-Stute. Was zeichnet denn diese Pferde so aus? Warum magst du die so gern? Ich glaube, dass seit mehr als 20 Jahren die belgischen Pferde, das sieht man auch bei den Olympischen Spielen meistens eigentlich, im Grunde genommen von die, wenn nicht die Besten, eines von den besten Pferden auf der Welt sind. Und ich bin ja eigentlich aus der Gegend von Sangerseide, war von bei uns eine halbe Stunde weg. Das spielt sicher auch mit, aber die belgischen Pferde sind ja weltweit extrem hoch angesehen als Sportpferden, als hauptsächlich als Springpferde. Jetzt musst du mir eines erklären. Belgien, wenn ich es mir auf der Landkarte anschaue, ist doch recht übersichtlich, noch kleiner sogar als Österreich. Wie gelingt es diesem Land wirklich, sowohl Zangersheide als auch Belgisch Warmblut, immer wieder so großartige Pferde, so eine großartige Zucht zu machen? Was ist da das Geheimnis dahinter? Es hat sicher mit der gewissen Tradition und Kultur viel zu tun. Also von Belgien ist ja ein typisches Züchterland auch. Ist eigentlich geografisch gut gelegen, liegt eigentlich zwischen Deutschland und Frankreich rein. Mischt auch das Blut, beste Blut aus Deutschland und Frankreich eigentlich oft gemischt. Hat sicher damit zu tun und eine gewisse Leidenschaft für das Reiten, das was es in Belgien gibt. Die Leidenschaft hast du nach Österreich, nach Vorarlberg auch gebracht. Du warst schon immer eigentlich ein Fan vom Turnier hier in der Arena Nova von der Familie Rösch. Vom Reiter aus betrachtet, was ist das Besondere hier? Die Atmosphäre ist hier speziell. Die Hallen ist nicht die einfachsten und der Termin ist nicht der einfachste, weil es ja eins der ersten Hallenturnieren ist. Aber es ist hier ist viel los mit den Messen. Was hier das Turnier immer, jetzt für mich persönlich, vielleicht anderen empfinden es vielleicht anders, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man als Reiter hier willkommen ist. Familie Rösch ist eine Reiterfamilie, also ich glaube, das unterstreicht es auch. Hier sind ja auch alle Vereinsmitglieder total aktiv. Das ist ja auch was Besonderes, diese Mischung aus familiär und hochprofessionell. Morgen geht es dann noch einmal richtig zur Sache, auch mit einem großen Preis. Jetzt stehst du natürlich auch wieder auf einer Liste, auf der du lange nicht mehr gestanden bist, durchaus auf einer Favoritenliste und das aber bei ganz, ganz vielen, die sich hier auf die Ehrentafel eintragen wollen. Wirst du es voll angemangen? Ich war schon einige Male nah dran. Ich hätte es eigentlich schon ein paar Mal gewinnen sollen. Er hat irgendwie nicht sein wollen. Ich glaube, dass ich jetzt im Moment nicht zu der absoluten Favoritenkreis sicher nicht zählen, aber es ist sicherlich nichts unmöglich. Was ein bisschen ist, die 2 Pferde, die ich hier groß geritten bin, auch relativ wenig Erfahrung eigentlich. Die sind ja 1 Jahr bin ich gar nicht geritten. Also einer ist 8-jährig, einer ist 9-jährig. Die Pferde haben nicht so viel Routine. Aber nach morgen wissen wir, ob es vielleicht einmal klappt oder nicht. Wir haben auf jeden Fall eines gelernt, niemals aufgeben, immer nach vorne schauen, immer weiterkämpfen. Jedes Comeback ist möglich. Vielen Dank, Rob Ruskin, und toi 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 für die weitere Zukunft. Danke sehr.